Hallo, in diesem Video möchte ich euch berichten, was ihr allein durch 40 Gramm Hafer am Morgen alles Gutes für euren Körper und eure Gesundheit tun könnt. Der Hafer ist wohl mit Abstand das beste und gesündeste Getreide, das es gibt. Er ist nährstoffreicher als alle anderen Getreidearten und zusätzlich noch glutenarm. Wer am Morgen 40 Gramm Hafer zu sich nimmt, nimmt durch das enthaltene Biotin sehr viel für seine Haut, Haare und Nerven. Mit 40 Gramm Hafer am Morgen nimmt man das Viertelte der Tagesdosis oder der empfohlenen Tagesdosis an Biotin bereits zu sich. Biotin ist bekannt für gesunde Haut, feste Nägel sowie für schönes Haar. Zusätzlich hat der Biotinanteil noch den schönen Nebeneffekt, dass das Nervensystem davon profitieren kann und somit Depressionen gar nicht erst in Frage kommen. Denn ein zu niedriger Biotinanteil sorgt oft für Depressionen. Auch hat der Hafer einen hohen Anteil an Vitamin B1. Auch hier ist bereits ein Viertel des Tagesbedarfs gedeckt, wenn man morgens 40 Gramm Hafer zu sich nimmt. Wer Probleme mit den Nerven hat, Schwindelgefühl oder Schlaflosigkeit und trotzdem immer müde ist, kann davon ausgehen, dass er eventuell einen B1 oder B6-Mangel hat. Diesen kann er mit Hafer neutralisieren. Auch kann man davon ausgehen, dass ein B6-Mangel oft bei einer einseitigen Ernährung auftritt, welchen man auch mit 40 Gramm Hafer am Tag kompensieren kann. Auch der Magnesiumanteil ist in 40 Gramm Hafer sehr hoch, und zwar etwa um 60 Milligramm, was bereits den halben Tagesbedarf abdeckt. Das enthaltene Silizium ist nicht nur für die Nägel, die Haut, Haare und das Knochensystem sehr wichtig, sondern sorgt auch dafür oder beziehungsweise mindert das Alzheimer-Risiko. Auch senkt die Einnahme von 40 Gramm Hafer sehr stark den Cholesterinspiegel und natürlich auch den Blutzuckerspiegel. Dies hängt vor allem mit dem Beta-Glucan zusammen, wovon ich ein separates Video gemacht habe, was ihr hier oben anklicken könnt. Wenn ihr euch ein Haferfrühstück machen solltet, achtet darauf, dass es sich hierbei um Vollkornhafer handelt. Natürlich müsst ihr den Hafer nicht pur essen, sondern könnt ihn mit Nüssen und Obst verfeinern. Dazu gebt ihr etwas Milch, Wasser oder auch Orangensaft. Schreibt mir doch mal in den Kommentaren, ob ihr jeden Morgen ein Haferfrühstück zu euch nehmt. Wenn ja, in welcher Art euch es am liebsten schmeckt. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere Tipps, wie man Hafer zu sich nehmen kann. Lasst mir ein Like da, wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat. Und abonniert meinen kostenlosen Kanal, damit ihr immer die neuesten Videos sofort erhaltet. Aktiviert dazu auch die Glocke. Bis bald!